So, sonst noch Spiele, die dich in letzter Zeit bewegt haben? Was mich mal immer wieder bewegt, ich muss ganz ehrlich sagen, also viele lächeln ja für die Wii, meiner Meinung nach zum Teil ein bisschen zu Unrecht, weil die Wii hat auch ihre ganz klaren Stärken, was die Bewegungsspiele anbelangt. Zum Beispiel Wii Sports Resort ist ein Spiel, das vor allem zu zweit oder wenn man mit ein paar Freunden zu Hause ist, extrem Spaß macht. Ich habe das in der letzten Zeit immer wieder eingelegt, um mal kurz einen Schwertkampf zwischendurch mal einzulegen. Und ich finde, das macht immer wieder Laune. Und ich gucke wirklich positiv in die Zukunft und bin sehr gespannt, was da kommen wird. Stimmt, wenn man es zu zweit spielt, macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß. Definitiv, auf jeden Fall. Halt leider dieser fehlende Online-Modus. Das ist wirklich, das kann man in der heutigen Zeit wirklich nicht mehr verzeihen und das ist absolut unerklärlich, warum sie das nicht eingebaut haben. Das ist, glaube ich, was viele abschreckt. Also ihr meint, das wäre eine Empfehlung, wenn man eine Wii hat, oder? Definitiv, Ben. Vor allem, wenn du Freunde hast und so, die regelmäßig nur ein bisschen was mit Zocken anfangen können, dann macht es wirklich extrem Laune. Ja, aber wirklich nur im Multiplayer. Alleine wird es schnell Nein, langweilig. alleine. Ich hab's auch, ich spiele es leider nur alleine im Moment, weil die meisten Freunde nichts mit Zocken anfangen können, zu meinem Leidwesen. Aber ich hab auch gegen Computer hier und da mal Spaß, aber keine Frage, zu zweit macht es viel, viel mehr Spaß auf jeden Fall. Das stimmt. Okay, dann werde ich demnächst mal gucken, was es so kostet. Ist übrigens, ah ja, kann ich noch sagen, sehr, sehr billig geworden. Also kostet mit Wii Motion Plus, das Spiel kostet umgerechnet ca. 30 Euro. Ja, das geht ja. Also wirklich sehr, sehr erschwinglich geworden. Ja. Bei diversen Online-Händlern mit A. Ja, genau, bei einem großen Versandhandel namens A und mit N am Schluss. Und okay, was auch über unser Forum zu erreichen ist. Ganz genau. Ganz genau, gut. Okay, Fluss mal am Rande. Gut. Wer möchte weitermachen? Ja, ich melde mich da mal freiwillig, ne? Dani, okay. Ja, ja, in den letzten Wochen eigentlich Modern Warfare 2. Wenn ich das mal sagen. Meinst du in den letzten Monaten, Jahren? Ja, in den letzten Monaten, kann man ja. Dann wurde es mir aber auf Dauer ein bisschen zu viel und dann brauchte ich einfach ein bisschen Abwechslung. Dann habe ich auf Battlefield Bad Company 2 gespielt und da muss ich jetzt dazu sagen, dass mir die Story nicht so gut gefallen hat wie bei Modern Warfare 2. Aber irgendwie macht der Online-Modus mir ein bisschen mehr Spaß, weil einfach dieses Feeling und der Sound, die sind einfach atemberaubend. Und wenn man dann noch so dicke Boxen hat wie ich, ne, dann beschweren sich die Nachbarn auch manchmal mal. Ne? Hat natürlich ein schönes Gefühl. So muss das. So soll es sein. Ja, auf der PlayStation 3 habe ich bis jetzt nur Uncharted und ja. Avatar. Wie war's? Gut, gell? Ja, ich muss sagen, es geht. Ne? Es ist jetzt nicht grottig. Also, das Fliegen mit dem Drachen, das macht mir schon Spaß. Ja. Avatar in 3D. Nee. Leider nicht. 2D. Ja, also, wegen God of War muss ich mir auch auf jeden Fall irgendwann mal kaufen, weil ich finde, das Thema überhaupt, das hat, ist voll interessant für mich und so. Griechische Mythologie. Wie bitte? Die griechische Mythologie. Ja, okay. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass da noch ein paar Spiele für die PlayStation 3 dazukommen. Hab aber eigentlich nur vor, mir für die PS3 nur Exklusivtitel zu holen. Macht Weil. Sinn. Wie bitte? Das macht auf jeden Fall Sinn. Ja, und was ich auch noch sagen wollte, dass ich auf jeden Fall Xbox Live besser finde als PlayStation Network. Schön, dass es hier mal jemand sagt hier. Okay. Gut. Ja, das war's dann eigentlich. Okay. Ben, du oder ich? Mach du, wenn du willst, also. Okay, mach ich. Alter vor Schönheit. Wie bitte? Alter vor Schönheit, ne? Ja. Oh, stimmt. Gut. Der Ben ist schon ein Schnubbelchen. So selbstlos, so Danke. selbstlos. Gut. Ja, Olli. Was habe ich zuletzt gespielt? So richtig festlegen kann ich das eigentlich nie, weil ich querbeet, ja, genau, ein- und ausspiele. Ich habe eigentlich kein bestimmtes Spiel, was ich in letzter Zeit gespielt habe. Hauptsächlich natürlich muss ich sagen, Xbox 360, die ich mir endlich Anfang dieses Jahres geleistet habe. Bin ich auch sehr stolz drauf. Hätte ich schon viel eher tun sollen. Und vor allem die Elite, muss man dazu sagen, ne? Also nicht irgendeine.
Ja, Elite, sehr, sehr schöne Konsole. Ja, und dann ging es eigentlich seit Januar an los mit Spielen. Ich hatte ja natürlich das Glück, die Xbox, wie jeder weiß, schon seit 2005, wenn ich mich recht entsinne, draußen. Genau. Genau. Natürlich die ganzen größtenteils Top-Spiele alle schon erschienen. Und dementsprechend auch günstig zu bekommen über den Online-Shop mit A. Diverse andere. Nee, nee, Online-Shop mit A ist sehr günstig. Ja, ist schön. Meistens. Genau. Meistens, ja, nicht Jedenfalls, immer. also die meisten Spiele dann für 30 Euro, mitunter auch 20 Euro oder weniger zu bekommen. Und da macht das, hat man natürlich gleich, aber ich zumindest gleich eine stolze Sammlung innerhalb von Januar bis jetzt von, glaube, 15 Spielen. Wie viel? Ich glaube 15. Oh. 15? Ja, das kann sich sehen lassen in der Zeit. Ja, ja. Also ich habe meine Xbox ein Jahr länger und habe nur 9 Spiele. Das finde ich jetzt nicht gut. Ich habe auch ein paar weniger. Ja, nee, gut. Und na gut, was habe ich in letzter Zeit gespielt? Unterschiedlich. Also da wären zum einen Assassin's Creed, wie man sicherlich im Forum erkennen kann. Sehr schönes Spiel. Wo ich sagen muss, erster Teil vor zweiter Teil muss man auf jeden Fall, also meiner Meinung nach, gespielt haben, um die Geschichte besser zu verstehen. Auf jeden Fall, ja. Das auf jeden Fall. Man kann natürlich den zweiten Teil auch spielen, vor dem ersten, aber man sag ich zumindest, man kann es nicht so richtig genießen. Weil man halt natürlich die ganzen Zwischenbeziehungen zwischen dem Charakter nie kennt und seiner Vergangenheit, zumal ja auch in Teil 2 Ereignisse aus Teil 1 wieder vorkommen. Ja, okay. Deswegen finde ich es schon besser, wenn man da Teil 2 gespielt hat und freue mich natürlich auch schon riesig auf Teil 3, der dann irgendwann mal erscheinen soll. Dann habe ich noch gespielt Resident Evil 5. Was ich ja schon letztes Jahr, wo ich mal von einem Freund eine Xbox ausgeliehen hatte, schon mal fast am Durchspielen war. Jetzt wieder angefangen. Macht natürlich sehr viel Spaß. Jetzt natürlich auf meinem schönen Fernseher Full HD. Wo ich leider feststellen musste, dass sich das Spiel nicht in 1080p spielen lässt, weil es da ein komisches Flackern gibt. Es lässt sich schon spielen, aber sieht einfach nicht so schön aus. Nee, es flackert. Genau. Die haben bei Capcom irgendeinen Fehler gemacht. Es flackert einfach. Also 720p, aber man sieht keinen großen Unterschied. Überhaupt nicht. Gar nicht. Genau, da hatte ich ja zum Beispiel dieses Glück. Letztes Jahr ja erschien das Spiel. Und ein Jahr später kommt die Gold-Edition. Zum Preis von 39 Euro habe ich es erstanden. Das ist billig. Was will man mehr? Und wie findet das Spiel jetzt? Super, klasse. Ja. Ja, ich habe es ja auch gespielt. Ich fand die Steuerung ein bisschen mies. Die ist sehr gewöhnungsbedürftig, das kann ich so Und bestätigen, das stimmt. auf jeden Fall ist Resident Evil nicht das, was es mal war. Vom Gruselfaktor her war sogar die Wii, fand ich sogar da besser, ja. Weil du zum Thema Steuerung sagst, ich muss ganz ehrlich sagen, noch ein paar Jahre zuvor fand ich den Xbox-Controller im Thema Steuerung sowas von schlecht und schwierig zu steuern. Ich habe diesen Controller nie gerne in der Hand genommen. Ich kam immer mit diesem Analogstick nicht zurecht. Was mich eigentlich größtenteils so immer abgeschreckt hat, mir eine Xbox zu holen. Aber als ich dann das eine Mal die Xbox ausgeliehen hatte, da hatte ich dann halt den Controller in der Hand und Ah, bei wem klingelt das Telefon? lass es klingeln. Hatte ich den Controller dann halt in der Hand und dann musste ich natürlich damit klarkommen. Ja, ich finde, der Controller liegt wirklich sehr gut in der Hand. Ja, ich kann Finde ich auch. Vor allem für große Hände ist es genial. Ich kann auch nicht verstehen, was mich da erst geritten hat. Also ich komme jetzt super klar damit. No. Genau, was habe ich noch gespielt? FIFA 10. Mit Dani ein. Nee, Dani, habe ich das mit dir einmal gespielt? Nee, kein Mal. Einmal. Nee, müssen wir wohl noch nachholen, ne? Müssten wir machen. Ja. Genau, FIFA 10 habe ich noch gespielt. Was war es noch? Modern Warfare. Ja, genau. Modern Warfare. Bin Mit uns? ich jetzt nicht so der Profi drin, gebe ich alles zu. Ich habe es mir Ah, ja. eigentlich auch bloß geholt als über Überzeugung von Ben. Als ich dich gedrängt habe. Hat mich quasi dazu überredet. Und als es dann bloß 29 Euro oder 28 Euro kam, konnte ich nie widerstehen. So billig?
Ja. Wow, okay, da kann man nicht Wobei nein sagen. ich ja sagen muss, die ganzen zum Beispiel Call of Duty 4 kostet da immer noch 40 oder 50. Ja, ich weiß, es ist komisch, ne? Ich hätte nie gedacht, dass Teil 6 so schnell günstiger wird. Ja und, gefällt's dir gut, oder? Ja, ist natürlich top. Bin natürlich jetzt nicht so der Ego-Shooter-Maniac wie vielleicht gewisse andere Mitmoderatoren. Aber es macht natürlich trotzdem Spaß, wenn man den nötigen Skill hat. Der kommt mit der Zeit, der kommt mit der Zeit. Das, wenn man es öfter spielt, sicherlich. Richtig. Genau, dann habe ich mir noch für den Gameboy, Gameboy, sag ich. Ben, steck mal aus, ey. Nintendo DS. Ist nicht mein Telefon. Nee? Nee. Wo ist denn da, wo klingelt denn das? Bei mir. Bei dir, Olli? Ja. Jetzt ist aus. Perfekt. Das schneiden wir dann raus. Ihr wisst, wir sind live.